Es geschieht gerade jetzt in diesem Moment. Die neuen Zugänge öffnen sich. Und was das alles für uns bedeutet, welche Zugänge das sind, wie sie unser Leben bereichern können, das wirst du gleich von mir erfahren. Die Zeit ist sehr, sehr spannend, in der wir leben, und sie bietet uns so viele Möglichkeiten für unsere Persönlichkeitsentfaltung, was da alles dazugehört und wie du dies ganz leicht erreichen kannst, erzähle ich dir jetzt in meinem Video. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Die neuen Tore in die höheren Dimensionen. Das hört sich sehr spannend an. Und es gibt sie auf der Erde. Wenn du jetzt mal mein Hintergrundbild mit mir zusammen betrachtest, dann verstehst du, was ich meine. Ich habe das so ein bisschen stilisiert. Es gibt mehrere Dimensionstore, mehrere Zugänge in diese Dimensionen. Und ein jeder von euch, ein jeder Mensch wird sein eigenes Tor finden. Wie das alles geht, werde ich dir jetzt gleich erklären. Wir wissen alle, dass wir dabei sind, in die fünfte Dimension hineinzugehen. Wir wissen auch alle, dass wir zurzeit in der dritten Dimension leben. Und wir wissen auch, dass es in dieser dritten Dimension im Moment draußen im Außen sehr heftig zugeht. Die dritte Dimension, man könnte auch sagen, sie trägt viele Anteile der Dunkelheit. Und dies spüren wir gerade jetzt in diesen Zeiten sehr intensiv, viel offensichtlicher, als wir es früher gespürt haben. Denn die Dunkelheit, sie war schon immer da und sie wird auch immer da sein. Aber wenn du es schaffst, jetzt in diesen neuen Zugang hineinzukommen, dann wirst du diese Dunkelheit verlassen können. Und es ist gar nicht so schwer. Es gibt gewisse Voraussetzungen, die man einfach braucht, um durch so ein Tor, so ein neues Tor hindurchzukommen. Eins davon ist die Neutralität, das heißt, nicht mehr zu bewerten. Ich weiß, dass uns das oft noch schwerfällt, vor allen Dingen auch deswegen, weil wir ja so erzogen wurden und diese Bewertung manchmal, ohne dass wir nachdenken, einfach so über die Lippen kommt. Aber man kann natürlich daran arbeiten. Und es lohnt sich, ihr Lieben, es lohnt sich sehr, denn der Weg wird dann frei, durch eins dieser Tore zu gehen. Ganz wichtig zu wissen, was es braucht neben der Neutralität, ist der Frieden. Der Frieden in deinem eigenen Herzen. Zu erkennen, dass du allein das Wichtigste auf der Erde bist. Dass du selbst dich so liebst und annimmst, wie du bist und mit dir in Frieden bist. Dass du dich nicht mehr beeinflussen lässt von dem, was im Außen geschieht, sondern deinen Weg einfach weitergehst. Soweit du dies alles schaffst, kommst du immer näher zu diesen Toren. Und der Eingang zu dem Tor, der liegt in dir selbst. Wir werden nachher in einer Meditation in dir die Öffnung öffnen. Und es wird so hochenergetisch sein. Denn was wichtig ist, ist dein höheres Selbst. Zusammen mit deinem höheren Selbst im allgemeinen Leben zu gehen, zusammen zu sein, zu kommunizieren. Das bringt dich dorthin, die Tore zu erkennen und hindurchzuschreiten. Denn es passiert jetzt in diesem Moment. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, dahin durchzugehen. Und jeder Mensch hat ja auch, oder fast jeder Mensch, hat ja diese Aufgabe eben für sich übernommen, jetzt in diesen Zeiten dafür zu sorgen, dass die Erde sich erheben kann. Raus aus der Dunkelheit, hinein in das Licht. Und es ist schon sehr viel geschehen und es sind schon sehr viel Menschen erwacht und es werden immer mehr Menschen sein, die erwachen.
Das allgemeine Bewusstsein, der Stand des allgemeinen Bewusstseins beeinflusst uns unbewusst. Das ist leider so. Aber wenn wir das wissen, dass wir oder dass das allgemeine Bewusstsein immer wieder versucht, uns zu beeinflussen, dann kann man sich auch einfach schützen, indem man in die höhere Bewusstseinsebene geht, indem man die momentane Bewusstseinsebene einfach verlässt und in die höhere hineingeht. Dazu braucht es eine Energieerhöhung. Und Energieerhöhungen kannst du durch Meditationen erreichen. Einfach indem du dich fallen lässt, indem du vertraust und dich dann von deiner Seele führen lässt. Das ist der Weg und er ist an sich gar nicht schwer. Er ist nicht schwer. Und dieser Weg bringt dich zu der Urkraft deines Seins. Die Urkraft ist genau das, was deine Seele ausmacht, was deine Stärke ist. Diese Urkraft, die hat jeder Mensch. Und die gilt es wieder zu mobilisieren und auszudehnen. Mit deiner Urkraft wirst du den Weg durch die neuen Tore finden und wirst du auch das Licht vergrößern. Wichtig ist, dass du dich von deinen negativen Emotionen reinigst. Diese negativen Emotionen werden hervorgerufen durch die Angstmatrix, die gerade die letzten 2 Jahre aufgebaut wurde. Es existiert eine Angstmatrix in der Gesellschaft, welche wirklich an den Menschen festklammert, welche sie nicht mehr loslassen möchte. Aber dennoch hat jeder Mensch die Möglichkeit, sich davon loszusagen. Und das geschieht einfach durch Energieerhöhung. Jetzt, wie kannst du deine Energie erhöhen? Allein mit dem Wort Danke sagen. Allein mit dem Lächeln, welches du einem anderen Menschen schenkst, kommst du in die liebevolle, höhere Dimension. Also durch gute Taten, durch die Konzentration auf das Gute, indem du nicht mehr schaust auf die negativen Nachrichten oder die negativen Bewertungen, sondern dass du tatsächlich dich konzentrierst auf das Positive. Allein dann verlässt du die negative Ebene, so könnte man es auch sagen, und gehst in die positive Ebene hinein. Und sobald du diese Ebene betriffst, fängt das Tor an, sich zu öffnen für dich ganz persönlich. Und dies kann wirklich jeder Mensch für sich tun. Und gerade jetzt ist die Zeit dafür sehr günstig. Die geistige Welt, sie ist ja ständig mit der Erde in Kontakt und weiß genau Bescheid, was hier bei uns geschieht. Und sie schickt dementsprechend Energien zu uns. Und diese Energien helfen uns, in die andere Ebene, in die positive Ebene, in die Energieerhöhung hineinzugehen. Das ist ganz wichtig. Ein anderer Punkt wäre noch, wo du dir vielleicht überlegst, ob du Meinungen hast, die schon lange nicht mehr gültig sind und ob du Meinungen hast, die du dir irgendwann mal gebildet hast oder sogar von anderen Menschen übernommen hast, die nicht mehr zu dir passen. Da solltest du für dich tatsächlich ergründen, wo trage ich etwas Altes, was schon lange nicht mehr in diese Zeit oder zu dir jetzt selbst passt. Von diesen Dingen solltest du dich einfach trennen. Du kannst ja jederzeit deine Meinung ändern. Es ist ja nicht so, dass das alles in Stein gemeißelt ist, sondern du bist ja selbst der Meister deines Lebens und du kannst dich auch zigtausendmal am Tag umentscheiden oder deine Meinung ändern. Nur ändere sie dann so, dass sie lichtvoll ist, dass sie mit dem Licht und den höheren Dimensionen der Liebe zusammenpasst. Das ist wichtig, denn dann werden sich die Tore öffnen und dann bist du dabei. Was auch noch wichtig zu wissen ist, ihr Lieben, jeder Mensch
hat ein ganz fantastisches Immunsystem. Und dieses Immunsystem, das wird belastet durch die Dunkelheit der dritten Dimension, durch die Angstmatrix. Sobald du nach oben dich orientierst in die Liebesmatrix, verlässt du alles, was gefährlich ist für dein Immunsystem. Und allein das zu wissen und gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, ist das die perfekte Lösung für dich und der perfekte Schutz. Zu wissen, dass du dein Immunsystem, deine Seele, dein höheres Selbst schützen kannst, in ihrer Energie erhöhen kannst, indem du dich nur noch auf das Lichtvolle konzentrierst. Denn dann bist du einfach unangreifbar. Du hast so eine Basis in deinem Herzen, dieses Licht, das strahlt und schützt und pulsiert und wird dich führen. Und dann gehst du durch dieses Tor, was für dich persönlich sich gleich öffnen wird, einfach hindurch. Und wenn wir das alle tun, wenn wir alle in diese tollen Tore, die sich öffnen, hindurchgehen, dann haben wir ganz viel dazu beigetragen, dass die Erde weiterkommt. Denn dadurch erhöhen wir auch die Energie der Erde. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Neriana. Ich bin das Hauptmedium von der Smarana-Gruppe. Und wir sind über unsere Partner in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale für Bewusstseinserweiterung im spirituellen Bereich. Und deswegen erfährst du auch von mir immer die wichtigsten Neuigkeiten, das, was gerade passiert, das, was du wissen musst, um weiterzukommen. Und jetzt werden wir gleich einsteigen in die geführte Meditation mit einem anschließenden Channeling, wo die geistigen Wesen zu uns sprechen werden. Ich weiß noch nicht genau, welche. Ich habe so eine Ahnung. Ich weiß, dass die Torwächter sich schon gezeigt haben und jetzt auch hier stehen und nicken. Also wir werden von den Torwächtern begleitet und sie werden in dir deine Energie prüfen. Und je nachdem, wie weit sie ist, werden sie dich auch unterstützen und helfen, durch dieses Tor hindurch zu gehen. Ja, und jetzt dürft ihr euch freuen auf das Hochenergetische, was jetzt gleich kommt. Ich sprühe mich ein mit meiner persönlichen Essenz. Genau. Und mit der Namenenergie. Das ist einfach etwas für die Heilung. Na, jawohl. Und ich schicke dir auch ein bisschen von der Namenenergie hinüber. Geliebter Mensch, schließe nun deine Augen und gehe mit deiner äußeren Aufmerksamkeit in deine innere Aufmerksamkeit hinein. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und entspanne dich mit jedem Atemzug mehr und mehr. Lasse los von dem Alltagsgeschehen und sei dir ganz bewusst, dass du nun eintrittst auf deine spirituelle Ebene, dort, wo Herz und Seele vereint sind. Und mit deiner Absicht öffnet sich nun dieses Feld
deiner persönlichen spirituellen Ebene. Und du trittst ein in dein Seelenbewusstsein. Dein Seelenbewusstsein trägt die Weisheit all deiner Inkarnationen. Es trägt die Weisheit aus Gottes Gedankenfeldern und öffnet sich dir jetzt in diesem Moment. Vielleicht spürst du, wie die Energien sich verändern. Diese, man kann fast sagen, elektrische Aufladung, welche so stark spürbar ist, dass du sie fast mit deinen Händen greifen kannst. Dieser Zustand ist genau jetzt in diesem Moment der richtige, denn du wirst eine Botschaft der Torhüter vernehmen. Und so versuche, deinen Energielevel zu halten, währenddessen die Worte der Torhüter nun zu dir gelangen. Einströmt die große Liebe, das helle Licht der Allwissenden, der mächtigen, lichtvollen Torhüter der Dimensionen. Geliebtes Menschenkind, geliebter Mensch, du bist heute hierher gekommen, um deine Energie zu erhöhen, um herauszufinden, welches Tor sich nun für dich öffnen wird. Du bist hierher gekommen, um das Licht in dir zu vergrößern und das Licht im Außen zu vergrößern. Die Voraussetzungen der Selbstliebe, des Friedens trägst du in dir. Und all dies wirst du in der Urkraft deines Seins finden und verstärken können. Aus diesem Grunde nun führen wir dich zu der Urkraft des Lebens deines Seins. Und wenn du bereit bist, dort hinein einzutauchen, dann gib uns bitte ein stilles Ja, welches du mit deiner Seele sprichst. In dem Moment öffnet sich das Tor zu deiner Urkraft, zu deinem persönlichen Sein. Tauche hinein in diese Energie. Und fühle, wie sie dich mit Liebe und Licht umgibt. Und fühle, wie du hier zu Hause bist. Die Urkraft deiner Seele. Es kann sein, dass sie sich in einem Bild dir zeigt,
in einer Person oder in einem anderen Bild. Alles, was du wahrnimmst, ist richtig und gut. Und möglicherweise empfängst du einen Schlüssel, welcher dir die Tore in die höheren Dimensionen öffnen kann. Und so nimm dieses Geschenk entgegen. Es ist ein Geschenk aus der Wirklichkeit. Und es ist immer dann zur Verfügung, wenn du diesen Schlüssel benötigst. Trage diesen Schlüssel in deinem Herzen, mit dem Wissen, dass wenn du den Seelenraum in deinem Inneren betrittst, der Schlüssel für dich verfügbar sein wird. Und nun probiere einmal, diesen Schlüssel in das eine Tor hineinzustecken, welches sich dir jetzt zeigt. Probiere es aus und tritt einfach durch das Tor hindurch. Alles, was du wahrnimmst, entspricht deiner Wirklichkeit. Und der Satz, der heute für dich wichtig ist, er heißt: Glaube an dich selbst. Vertraue in die Liebe, dann wird alles gut. Mit diesen Sätzen begleiten dich deine Seele und dein Herz wieder in deine Dimension. Der Schlüssel bleibt bei dir. Dieses Geschenk ruht in deinem Seelenraum. Und die Torwächter, die Hüter und Wächter der heiligen Tore, wir verneigen uns vor dir, denn wir haben das Glänzen in deiner Seele gesehen und wir wissen, dass du wiederkommen wirst und wir erkennen dich, denn dein Schlüssel, er wird leuchten, genau in der Farbe, welche das Tor öffnet, was für dich das Nächste sein wird. So verneigen wir uns voller Achtsamkeit vor dir und du kommst in deiner Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Ihr Allerliebsten, ihr habt die Sätze gehört, glaube an dich selbst, glaube an die Liebe und an das Licht. Und du wirst diesen Weg mit uns allen zusammen gehen.
Ich bedanke mich für diese wundervolle Botschaft und ich bedanke mich auch für dein Licht. Wer mag, kann mir unten in den Text reinschreiben, was ihr in diesem Tor wahrgenommen habt, als ihr da durchgegangen seid. Ich stelle mir vor, dass jeder ein besonderes Erlebnis hatte. Für mich war es so unbeschreiblich schön und dieser Schlüssel, dein wundervolles Geschenk, ihr Lieben. Wenn du noch mehr solche schöne Botschaften hören möchtest, dann darfst du mich gerne abonnieren. Klick einfach hier auf die Kugel und ich bin dir sehr dankbar dafür. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!